meiner Lehrer hat früher immer darauf bestanden, dass das in dem Fall unsozial sei. Ich habe bis heute niemanden sonst diesen Begriff nutzen lassen. Ja, das stimmt. Unsozial hört sich auch besser an als asozial. Aber dann werden wahrscheinlich wieder einige Kumpel, das heißt aber asozial. Das steht so im Duden drin. Kommt man denn jetzt hin? Der Duden hat immer recht. Ja. Internet lügt nie. Wikipedia lügt nie. Ja. Dann verweise ich sie gerne an meinen Lehrer von damals. Ich weiß gar nicht, ob der noch liegt. Ob es den noch gibt. Ja, ich wollte gerade was Ähnliches sagen. Also was das gleiche auf dem Platz kommt. Mit deiner Mülltonne irgendwo anders rum. Waren jetzt aber keine Kisten, nur die Nitros, die ich kaputt gemacht habe, ne? Moment. War das hier? Nee, ne? Oder habe ich die Kisten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Kistending schon habe. Keine Ahnung. Werden wir jetzt sehen. Haben wir doch schon gehabt. Es gibt genug Leute, die denken, der Duden würde Sprache vorschreiben, statt Sprachgebrauch zu beschreiben. Deshalb werden ja auch ständig neue Begriffe aufgenommen. Ah, so, Time! Ich glaube, das Level ist auf Zeit gar nicht so schwer. Glaube ich gar nicht so schwer. Ist gar nicht so schwer. Und deswegen werden auch Fremdwörter auch immer eingedeutscht. Sag dazu nur Server. Hatte das vorher einen anderen Namen? Ach. Zentimeter für Zentimeter arbeiten wir uns voran.
Bonuslevel würde ich jetzt ungern machen. Habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Ah, jetzt kommen hier die Nitro-Sachen, ne? Dann haben wir eine Scheiße. Maske. Die hilft mir aber nicht, wenn ich in so Drecksloch falle. Schön. Ich glaube, das war eine ganz gute Zeit. Das war knapp. Server hat keine Übersetzung für sie. Echt? Gibt es da kein komisches, langes deutsches Wort für? Mein Daumen tut langsam weh. Und nach vorne drücken. Hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Tomb Raider war das letzte Level, oder? Nee, Tomb Raider haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Okay. Das ist eine blöde Übersetzung dafür. Zum Glück kann man hier sprinten, nicht so wie in Crash 4. Die Sprintfunktion mit dem Triple Spin echt behindert. Ich bin soweit noch nicht bei Crash 4. Du Spoiler, Mann, du. Hey. Scherz. Oh, das haben wir zum Glück schon. Flaming Passion. Is the next one. Jetzt sind wir übrigens in Flaming Passion. Kann ich eigentlich den kaputt schießen, ohne dass die Zeit kaputt geht? Ha! Das ist gecheatet! Schmeißt der hin? Sag mal. Ah, du dummer. Jetzt habe ich den nicht gefunden. Meanwhile, me, Crash 4 existiert. Ja, ich warte noch auf den PC-Release. Ich bin noch 99% blind. Ich habe gerade mal meinen Lehrer von damals gegoogelt. Ich habe nur gefunden, dass der anscheinend 2015 in Rente gegangen ist. Eventuell gibt es den noch.
Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich groß, dass es ihn vielleicht nicht gibt. Schon gern mitnehmen. Könnte man vielleicht ganz gut gebrauchen. Oh, come on. Oh, man kann hier eine mega Superman-Maske kriegen, habe ich gerade gesehen. Das will ich mir doch nicht entgehen lassen. Spring da hoch, du Wichser. Oh Mann. Hallo. Kam ja schon 2007 so oder so vor, als wäre der fast 70. Ich war mir da nicht so sicher. Aber so kann es vorkommen, dass Lehrer, die in Rente sind, wieder zurückgeholt werden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wie dumm. Ich muss auch noch mal ein paar Lehrer von damals googeln, ob die noch existieren bei mir. Mann! Dafür habe ich jetzt gewartet. Gott sei Dank. Aber ich muss die ganze Zeit so ein Bitchface drauf haben, wenn ich hier zocke, ne?